dürfen reden. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Horizon 2 Forbidden West. Ja, wir spielen jetzt weiter, wo wir aufgehört haben. Ja, ich soll eigentlich dahin, aber ich guck mal, was jetzt hier nochmal war. Quest. Hauptquest. Das ist die Hauptquest, nicht? Ja. Dann nehmen wir die mal. Weil, hab das eben hier noch erledigt und dann abgespeichert. Ja. So, gehen wir mal zu ihr hin. Hallo. Fremde, komm doch mal her. Ja, ich bin keine Ahnung, was Nenora hier macht, aber wir schulden dir was. Wir haben uns ferngehalten und auf die Garde gewartet, aber einer der Dornrücken griff uns an. Und dann kam es zu einer gewaltigen Auseinandersetzung. Geht es allen gut? Wir haben gute Leute verloren. Aber dank dir haben wir noch den Steinbruch. Jetzt ist es immerhin ruhig. In einem aktiven Steinbruch sollte es in den Ohren dröhnen. Aber die Pfeife in Kettenkratz erklingt nicht, also können wir nur aufräumen. Braucht ihr die Pfeife zum Arbeiten? Meine Leute und ich, wir sind hier nur kleine Zahnräder. Solange Alvent nicht pfeift, bleiben die Hammer liegen. Und wenn wir ohne seine Erlaubnis arbeiten, feuert er uns. Meine Leute haben schon genug durchgemacht. Hat Alvent so viel Macht? Er hat Geld und genug Verbindungen, um unsere Feuer auszulöschen. Bei den Dornrücken hätten wir fast bessere Chancen. Woran arbeitest du mit deinem Trupp? Wir sollen in Alvens Parzelle arbeiten, Steine zur Verstärkung von Fahrlicht abbauen. Doch der Arbeitsstopp und die Dornrücken haben uns aufgehalten. Ich habe diese Biester noch nie zuvor im Schrecken gesehen. Wo zum Schmiedefeuer sind die hergekommen? Ich weiß nicht. Zumindest noch nicht. Ich muss aufbrechen. Bleib gesund. Genau. Dank dir könnte das heute tatsächlich möglich sein. Ja. So, räume den Schrecken, habe ich erledigt. Ich glaube, ich habe die meisten Dornrücken erledigt. Kettenkratz kann wieder an die Arbeit. Ich überbringe Irvin die gute Nachricht. Und ja. Wohl dies. Vielleicht kann die Gesandtschaft dann endlich stattfinden. Wo kann ich denn mein... Da. Ah, hier habe ich mein Reittier. Hallo. Aber ich will oder ich möchte. Ich kann. Ah, ich habe schon. Okay, Kriegerin. Was kann ich hier noch nehmen? Was haben wir hier? Ja, das nehmen wir. Dann nehmen wir noch mal überleben mal was. Okay. Quest wollte ich. Nebenquest. Nee, nicht Stufe 7. Nee, da. Aufträge. Was muss ich da machen? Ich steige lieber ab. Es ist kein Ort für eine Maschine. Ja.
Hä? Muss ich auch mal da lang? Okay, bin ich hier schon mal ganz richtig eigentlich. 117 Meter. Das Pigment wäre gut für eine Rüstung. Mildurf meint, dass ich in ihrem Schrott finde. Keine Metallplatte. Auf zum nächsten Schrotthaufen. Haben wir noch nicht gefunden. Ich glaube, ich habe alles, was Mildo wollte. Das ist gut. Ich habe jetzt richtig Hunger. Nützlich, um Farben herzustellen. Thank you.
Dann bringen wir ihn das mal zurück. Oh. Sollte absteigen. Zeit, Irwin zu überreden, zu pfeifen und wo er dies nach Fahrlicht zu bringen. Ich glaube, das ist deine Runde. Meine Runde kann es nicht sein. Ah, da bist du ja. Es gab einen weiteren Besuch von Elvent, höchstpersönlich. Mhm. Er war aggressiv, aber ich blieb standhaft. Ganz im Ernst? Ich habe mich sogar gewehrt. Oh ja, das habe ich. Bin ganz Ohr. Ich habe sein Essen mit. Ganzen 3 Prisen Salz gewürzt. Statt mit 2. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt, schätze ich. Ich glaube, ich habe, was du wolltest. Schauen wir mal, ob ich dir für all deine Hilfe etwas zurückgeben kann. Zeit zu kochen. Oh ja. Wie ich gerade schon sagte, ich habe Hunger. Ja, sieht ja nicht so köstlich aus, ne? Ja, ich weiß nicht. Wow. Nildorf, das war grandios. Wenn du wieder exzellent essen willst, weißt du, wo ich bin. Und deine nächste Bestellung geht aufs Haus. Danke. Und vergiss nicht, dich auch mal zu wehren. Komisch, dass du das sagst. Wie es der Zufall will, arbeite ich gerade an einer Portion Widerstand. Hoffentlich bis bald. Ich sollte mir noch etwas Essen kaufen, bevor ich aufbreche. Und schauen, was Mildred sonst so treibt. Lust auf gratis Essen? Na los, schau dir die Karte an. Mhm. Karte? Ich werde wohl kaum trocken bleiben. Naja. Quest, Hauptquest, Nebenquest. Aufträge habe ich alle erledigt. Nahkampfplatz. Nee, machen wir jetzt nicht. Ja, das habe ich ja nicht so wirklich verstanden. Dann gehen wir mal wieder auf die Hauptquest. Und ja. Na, hier unten ist er.
ihr noch hier? Ja. Wenn Kettenkatz auf Kaja-Land liegt, sollte ein Kaja-Anführer sein. Wie kommst du dazu? Durch die Unterstützung lauter guter Osaram natürlich. Denkst du, ein Kaja könnte diese Unternehmung anführen? Ha! Der Magistrat schafft kaum den Weg von Fahrlicht hierher, ohne Schrauben zu verlieren. Also hast du keine echte Autorität. Die Leute folgen dir nur, weil du es sagst. Laut genug. Jeder, der Anhänger hat, hat Autorität. Ich war von Beginn an in Kettenkratz. Ich meine, ich bin praktisch sein Gründer. Und die ehrlichen Bürger wissen, dass ich unverzichtbar für Erfolg bin. Hm. Du sagst, du hast Kettenkratz gegründet? Irgendwie bezweifle ich das. Praktisch gegründet, habe ich gesagt. Ich allein habe sein Potenzial gesehen, als es nur ein paar Zelte im Schatten von Fahrlicht war. Ich habe in die Mine investiert, Freunde überzeugt, das auch zu tun, und hier sind wir. Man könnte sagen, dank mir ist Kettenkratz das, was es ist. Oh, dann stehst du nicht einfach nur rum und profitierst von allen anderen? Keineswegs. Klar, ich hole mir hier und da etwas für meine Investitionen zurück. Aber mein oberstes Interesse gilt wie von Beginn an dem Wohlergehen all dieser ehrlich arbeitenden Osaram. Ich habe alle Dornrücken erledigt. Oh, wirklich? Jetzt, wo du den Schock verdaut hast, ist es Zeit zu pfeifen. Oh, nicht so schnell. Ich muss jemanden schicken, der die Abschüsse bestätigt. Sicherstellen, dass das Tal wieder sicher ist. Sollte nicht länger dauern als ein... 2 Tage. Nein. Du benutzt jetzt die Pfeife. Wir reden hier von unschuldigen Osaram-Leben. Die Verzögerung wird... Entweder tust du es jetzt, oder ich mach's. Ha! Ich wusste, dass du es schaffst! Freunde, versammelt euch! Die Retterin von Meridium hat es wieder geschafft. Die Dornrücken sind besiegt. Du! Was? Die Pfeife soll ertönen. Kettenkratz ist wieder im Geschäft! Großartig. Toll. Yay. Und Alvent hat zugestimmt, den Arbeitern persönlich den verlorenen Lohn zu zahlen. Yeah. Das ist schon besser. Yeah. Ja. Yeah. Ja, genau so macht man das. Ja. Ja. Das muss ich wohl. Okay. Jetzt, da die Arbeit in Kettenkratz wieder läuft, sollten die Händler wieder offen sein. Ich sollte schauen, ob sie was Nützliches haben, bevor ich Wardis nach Fahrlicht schicke. Es gibt kein Bier, das ich nicht mag. Mal Händler, zurückkaufen. Was kann ich denn verkaufen? Waffen? Nee, Outfits auch nicht. Ja. Rohstoffe zu verkaufende Gegenstände. Hauptupgrades. Legendär. 80 kriege ich dafür. Ach komm. Ungewöhnlich. Tigerin. Eindringling. Kriegerin hört sich gut an, kritischer Schlag. Ich weiß gar nicht, kann ich damit mit meinem Vergleichen verkaufen? Versüß mir den Tag.
Ich habe hier nur das Beste für dich, Rotschopf. Schließlich haben wir dir den Pfiff zu verdanken. Hey, ich warte hier schon seit Tagen auf meinen Glückshammer. Aber du hast nicht so was Nützliches gemacht, wie Dornrücken zu erledigen, oder? Lass dir Zeit. Du wirst nicht enttäuscht sein, versprochen. Waffen. Werkzeuge, Rohstoffe. Jägerbogen. Bei meinen habe ich doch schon aufgemotzt gehabt, oder? Komm gerne wieder. Und bin ich endlich dran? Dein Hammer. Bei dir kann ich leider nichts machen. Tarnung, Kraft und Schutz. Was willst du haben? Ja, hier habe ich ja schon vollständig verbessert. Munition. Okay, Jägerbogen. Okay, ungewöhnlich. Alles ungewöhnlich. Outfits. Beutel Upgrade. Okay. Naja, brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Wann meinst du, kannst du meinen Glückshammer reparieren? Ich habe gerade erst geöffnet. Ja, gehen wir mal weiter. Wie sieht es denn mit den Quests aus? Das ist jetzt Stufe 5, genau. Okay. Der Weg nach Fahrlicht ist frei. Bewegung. Du bist nicht Gardist, Ehrend. Ich gehe erst weiter, wenn der Hauptmann... Wenn ich einen Dornrücken beseitigt habe. Und das habe ich. Befehl des Hauptmanns. Ihnen geht es also gut? Angeschlagen, aber sie leben. Und sie warten voraus auf dich. Aber ich sollte doch 3 Eskorten haben. Ich gehe nach Fahrlicht, Wardis. Wie Aloy gesagt hat, Befehl des Hauptmanns. Du kannst hierbleiben. Ich? Dem Gesindel überlassen? Sicher nicht. Ich schätze, dann kommst du wohl mit mir. Wir sehen uns dort, Aloy. Da geht er mit. Und tschüss. Tja, nachdem das erledigt ist, kann die Gesellschaft endlich erledigt. Wenn ich durchkomme, kann ich Silence aufspüren. Hades. Hauptquest ist ja Stufe 7. Okay. Da könnte ich mal hingehen.
Und da ist auch noch ein Ausrufezeichen. Gehen wir erstmal dahin. Vielleicht sogar ein Gaia-Backup. Dann kann ich direkt nach Fahrlicht gehen. Oder mich erst noch im Schrecken umsehen. Und vielleicht Petras Drink annehmen. Hast du dich verlaufen? Hast du Hilfe? Aber und Kacke! Corbett und die anderen schlagen sich hoffentlich besser als ich. Was ist passiert? Die verdammte Mine ist mir passiert. Das war nicht der letzte Unfall, wenn Ulver... Welche Mine? Nordöstlich von... Ich hatte Corwin schon nach... Aber... Immer mit der... Ich könnte bei Gelegenheit nach deinen Leuten sehen. Das... wäre nett von dir. Nur die Quest ist nämlich Stufe... Stufe 5, das ist okay. Das können wir machen. Und hier war ja, glaube ich, irgendwo noch ein Ausrufezeichen, ne? Da, sogar zwei noch hier. Gehen wir erstmal dorthin. Denn jetzt ist das hier drin oder ist das außen rum? Da ist es. Hier. Aloy, hast du jetzt doch Lust auf ein Getränk? Hey, Rotschopf. Ja. Endlich trinken wir mal ein Bier, hm? Hier, machen. Setz dich. Los, bring ihr einen Krug. Ich hab nicht erwartet, dass du kommst. Seit wann tue ich, was erwartet wird? Ha! Das ist der Funke! Feuer und Spucke! Feuer und Spucke? Zisch durch wie ein Blasebalg. Repariert die Schmiede nicht, aber verdrängt eine Weile meine Probleme. Welche denn? Na, es ist besser geworden, seit du hier aufgeräumt hast. Aber... Alwund tönt immer noch wegen seinem Konzessionsdekret herum. Wenn du das nicht weglegst, komm ich rüber und zeig dir, wo der Hammer hängt. Wie auch immer, dieser weite Weg. Wer weiß, was sie durchge... Schattenkaja-Flüchtlinge? Was machen die denn im Schrecken? Ein neues Zuhause. Und genau das ist letzte Woche stürzt ein... Und Tolland Rheinleier ist seitdem auf die Bauteile scharf. Aber die Flüchtlinge versperren den Weg. Ihr Sonnenritual darf nicht gestört werden. Irgendetwas mit einem Düsterpfad. Hm. Davon habe ich sie noch nie... Ja, tja. Diese speziellen Schattenkaja sind recht seltsam. Aber insgesamt friedliche Leute. Nicht, dass Tolland das schert. Der holt sich die Beute auch mit Gewalt. Vielleicht... Wenn es sich ergibt, rede ich mit den Flüchtlingen. Vielleicht machen sie den Weg frei. Ich danke dir. Sie haben es schwer. Da brauchen sie nicht auch noch Tolland. Hm. Dieser Tolland ist vielleicht noch in Kettenkratz. Ich... guck mal die Quest eben an. Stufe 7 ist das. No. Karte, da ist noch ein Ausrufezeichen. Da gehen wir jetzt mal dorthin. Ich will zuerst mit ihm reden. Was
Ah, ja, hier ist es. Tut mir leid, ich bin sofort bei dir. Das ist nicht nur eine schlechte Idee, das ist gemeingefährlich. Das ist eine Waffe. Darum geht's doch. Aber doch nicht für den Benutzer. Jetzt sei einfach still. Wo waren wir? Da. Gut, Du wirkst auf mich wie eine Frau, die immer nach neuen Waffen sucht. Habe ich recht? Eigentlich will ich... Ja. Kannst du das lassen? Ich habe hier eine Kundin. Ich bin keine Kundin. Ich hab's! Dreifaches Pulver und der Läufer lernt fliegen. Ba-boom! Ein Schuss reicht. Garantiert. Vielleicht doch. Dann bist du zur richtigen Zeit am richtigen Ort, Rotschopf. Wie wäre es, wenn du stolze Besitzerin des ersten maschinenverbesserten, explosiv wirksam maschinenvernichtenden und doch absolut sicheren Speerwerfers wärst? Erzähl mir doch mehr über eure Waffe. Als Kind sah ich eine Schriftrolle von einem Kaja-Gelehrten, der nach Westen zog. Darin war ein Bild eines Tenakt-Kriegers, der mit einer Art Speerwerfer jagte. Effektiv? Ja. Einfach? Zweifellos. Als wir herkamen, fiel es mir wieder ein. Und ich bin kurz davor, dieses altmodische Werkzeug enorm zu verbessern. Ich will es perfekt. Mit Maschinenteilen kann ich die Wurfbahn verbessern. Und Boomer meint dagegen, dass man das Geschoss selbst mit Sprengstock. Warum nicht bald? Das braucht zunächst mal brauche ich Stürmehörner. So, wir müssen ein bisschen vormachen. Gut. So. Ich habe schon genug Stürmerhörner. Jetzt fehlt nur noch das Reißhorn, das ich für Boomer erledigen soll. So, Leute. Auch dann ist diese Folge vorbei. Wenn euch das gefällt, dann folgt mir doch auf YouTube. Gamer Michael BO. Kommentiert, liked doch meine Videos und ja. Und lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr es wünscht. Es würde mich unterstützen und freuen. Somit sage ich dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Michael.